Einen schönen guten Morgen allen hier miteinander. Wir möchten Gott danken für die 125 Jahre unserer freiwilligen Feuerwehr in Grafrath. Es ist schön, dass wir das Festzelt hier haben und wetterunabhängig auf diesen Jubiläums- und Dankgottesdienst hier gemeinsam ökumenisch feiern können mit Pfarrer Thomas Peral und ich. Vater Flavian und allen begrüßen wir Sie zu diesem festlichen Akt. In Begleitung der Blaskapelle dürfen wir unsere Danklieder dazu singen. Und so eröffnen wir diesen festlichen und Dankgottesdienst im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die uns alle in verschiedenen Diensten, Rettungsstellen und Nachfolge Jesu Christi befähigt und berufen hat, sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen und vor allen Dingen alles Gute zu diesem Jubiläum. Ich freue mich, dass wir uns ökumenisch heute feiern. In Grafrath, in der evangelischen Gemeinde, haben wir im Moment eine Vakanz. Unser Pfarrers-Ehepaar ist nicht mehr da. Ich selbst bin Pfarrer, wohne in Grafrath, arbeite aber in der Kirchenzentrale in München und von daher helfe ich mit aus hier und freue mich heute als Ersatzrichtzug hier dabei zu sein und das mit Freude zu tun. Der Segen sei auf dieser Feier. Wir singen miteinander, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. 4 Strophen, es darf ruhig kräftig gesungen werden. Ich singe auch kräftig. Thank you.
Anpriesung aus dem Brief an die Römer. Schwestern und Brüder, seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, lasst mich nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dienet dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Sei untereinander eines Sinnes. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen das Lied Alles meinem Gott zu Ehren. Erst und zweiter Strophe. Hören wir das Heilige Evangelium nach Lukas. Ich bitte Sie dazu, aufzustehen. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus: Wer ist mein Nächster? Jesus antwortete ihm: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samaria, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Münzen hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du?
Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern befallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Amen. Feuerwehr ist Spitze. Das sagen nicht nur die Kinder, die begeistert sind, wenn das rote Feuerwehrauto mit viel lautem Martinshorn und hoher Geschwindigkeit zum Einsatz fährt. Feuerwehr ist Spitze, das ist auch ganz offiziell. Dieses Jahr wurde zum zweiten Mal der Deutsche Gemeinwohlatlas veröffentlicht. Nach 2015 wurde heuer wieder breit in der deutschen Öffentlichkeit gefragt, wer dient dem Gemeinwohl am besten. Fast 140 Organisationen waren dabei im Blick von einer Universität untersucht. Staatliche, nichtstaatliche, kirchliche, kommerzielle, ehrenamtliche, hauptberufliche. Wer trägt am meisten bei und wer ist am glaubwürdigsten? Der Sieger war 2019 der gleiche wie 2015. Platz 1, Gemeinwohl-Champion, Sieger in allen Disziplinen, die Feuerwehr. Ich gratuliere deshalb heute nicht nur zum Jubiläum der Graf Rather und ehemals Wildroth und Unteraltinger Feuerwehr, sondern ich gratuliere auch zu diesem ersten Platz. Ihr seid wichtig in den Augen der Menschen und ihr macht vieles anscheinend auch richtig gut. Als Vertreter der evangelischen Kirche schaue ich da auch ein bisschen neidisch drauf, denn wir Kirchen sind aus gleich den unterschiedlichen Gründen nicht ganz so gut platziert gewesen, aber wir arbeiten dran. Ich kann es jedenfalls für die evangelische Kirche sagen, ich glaube die Katholiken auch, wir würden schon auch gerne wieder in der Champions League mitspielen. Warum hat denn die Feuerwehr so einen guten Ruf? Ich denke, das liegt an einer Haltung, die sich in zwei Sätzen, in zwei kurzen Sätzen ausdrückt. Jeder kann helfen und allen wird geholfen. Jeder kann helfen und allen wird geholfen. Jeder kann helfen, das ist der erste Teil. Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland beginnt ja Mitte des 19. Jahrhunderts, so dann auch die Gründung am Ende unserer Feuerwehr. Und in dieser Zeit passiert etwas, was unsere Gesellschaft nachhaltig ändert. Viele Menschen warten nicht nur darauf, dass der Staat richtet, sondern übernehmen Verantwortung. Beginnen in den Städten und dann bald auch auf dem Land, entstehen moderne Formen von Bürgergesellschaft. John F. Kennedy hat später mal einen Satz geprägt für den amerikanischen Geist, der im Grunde bei uns damals begann. Frage nicht, was der Staat oder die Gesellschaft für dich tun kann. Frage, was du für die Gesellschaft tun kannst. In Deutschland entstehen Vereine damals, Turnervereine, Wohlfahrtsvereine, kirchliche, diakonische Vereine, der Kolpingverein und eben auch die Freiwilligen Feuerwehr. Jeder kann helfen, später dann auch die Idee kann helfen. Und wir brauchen dich, wir haben eine Aufgabe vor Ort, jeder soll anpacken. Nun war es ja oft nicht ganz leicht, Leute zu finden dafür. Sagt, ist das schnell, aber die Suche, hat mir Karl-Heinz vorhin gesagt, ist bis heute einfach nicht ganz leicht, wird eher noch schwieriger. Die Unteraltinger haben sich ja auch lange mit der Fusion schwer getan, weil die Wildenroter arg unter Nachwuchsmangel litten. Unvergessen aber dann eine Aktion vor einigen Jahren, ein paar Jahre ist es her, wo wir Graf Rather Bürger vor jeder Haustür einen roten Eimer fanden. Mit schönem Gruß von der Feuerwehr. Mach mit, wir brauchen dich, stand drauf. Und wenn du nicht mitmachst, als leise Drohung, dann können wir irgendwann nicht mehr kommen. Dafür hast du ja dann den Eimer. Eine schöne witzige Aktion, der heilige Florian, wo steht er da rechts, ist ja auch mit einem Eimer berühmt geworden. Allerdings die Botschaft war klar, jeder kann helfen, aber jeder wird auch wirklich gebraucht. Und das ist bis heute so. Beim Gottesdienst vor 125 Jahren
zur Gründung der Wildenroter Feuerwehr, damals natürlich noch rein katholisch, hat sich der Pfarrer der Überlieferung nach so in Begeisterung predigt, das kann man nicht in den Annalen lesen, dass er am Ende seiner Predigt gleich erklärt hat, Fördermitglied zu werden. Er war das erste Fördermitglied übrigens. Hat gleich 5 Mark gespendet und eingelegt und am Ende des Tages waren es dann 12 Mark Startkapital, mit dem die Feuerwehr Wildenrot begonnen hat. Also, die Feuerwehr braucht bis heute genau diese Unterstützung. Und deshalb tun wir es dem Pfarrer gleich, also ich jedenfalls. Ich werde nachher meine Fördermitgliedschaft erklären und dazu einladen und dafür werben, dass tatsächlich in Graf Rath mehr Menschen die die Feuerwehr unterstützen. Und der Vater Flavian ist eher ein Feuerwehrfan, das ist schon lange und hilft an verschiedensten Orten mit. Also die Kirche steht auf eurer Seite, das kann man schon mal sagen. Jeder kann helfen und allen wird geholfen. Der zweite Teil gehört untrennbar dazu. Allen wird geholfen. Wir haben eben in der biblischen Lesung diese berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört. Da geht es ums Helfen. Auslöst es eine Frage an Jesus. Wer ist mein Nächster? Und Jesus hatte zuvor diesen berühmtesten Satz des Christentums gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann die Frage, aber wer ist mein Nächster? Meine Familie, meine Freunde, diejenigen, die so sind wie ich, die ich kenne, die bei mir wohnen, deren Sprache ich spreche, wer ist es denn? Und Jesus erzählt von diesem Mann, der unter die Räuber kommt. Er liegt dort, ein Notfall, er braucht Hilfe. Und dann kommen Menschen, die eigentlich die Nächsten sein sollten, die zu ihm gehören. Was sind da ein Volk? Die Pflicht hätten zu helfen. Ein Priester, ein Edelmann. Und alle tun nichts. Sie gehen vorbei. Warum wird nicht erzählt? Eile, Teilnahmslosigkeit, Desinteresse, vielleicht auch einfach Feigheit, denn die Räuber waren ja gerade da, sind noch in der Nähe. Und dann kommt ein Mann aus Samaria. Dazu muss man wissen, Samaria war für die Israeliten Ausland. Und zwar unreines Ausland, was mit dem man sich nicht abgab. Es kam also ein Ausländer des Weges. Und so muss man es auch sagen, so hat es Jesus gemeint und so wurde es gehört. Ein Samaritaner. Also jemand Zweifelhaftes. Und er leistet Nothilfe, versorgt den Verletzten, bringt ihn in Sicherheit, kümmert sich um die Nachsorge. Und dann zieht er seines Weges. Wer war nun der Nächste, fragt Jesus. Und die Antwort ist klar. Der, der geholfen hat, der was getan hat, der nicht um sich selbst sich gekümmert hat, dem es um die Not ging. Und so geh hin und tu es gleich, sagt Jesus glasklar und ohne Wenn und Aber. Allen wird geholfen. Das macht die Feuerwehr aus und dafür ist sie angesehen. Wenn es kracht auf der B-71, dann wird nicht gefragt, ob jemand schuld ist oder nicht. Es wird geholfen. Wenn es brennt, wird nicht gefragt, ob jemand schon lange hier wohnt oder nicht oder wie immer. Es wird geholfen. Wenn ein Keller vorläuft, wird nicht erst überprüft, ob jemand genug Geld hat, sich das überhaupt leisten kann, dass die Feuerwehr kommt. Es wird geholfen. Das ist die christliche Grundhaltung, die sich hinter eurem Dienst verbirgt und die so kostbar ist. Sie ist kostbar, aber sie ist nicht selbstverständlich. Es gab Zeiten in Deutschland, da kam die Feuerwehr nicht als etwas Synagogenbrand. Und es gibt Stimmen heute in Deutschland, die uns wieder weismachen wollen, dass man nicht allen Menschen gleichermaßen helfen muss. Etwa wenn sie am Absaufen sind. Das Gebot Jesu ist aber glasklar ohne Wenn und Aber. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für die Menschen in Not bist du der Nächste und er wird dir zum Nächsten. Jeder kann helfen und allen wird geholfen. Und dafür steht die Feuerwehr zu Recht auf Platz 1 in Deutschland. Und ich wünsche unserer Grafrather Feuerwehr, euch allen deshalb, Segen und Schutz für all die großen und kleinen Einsätze. Ich wünsche viel Nachwuchs. Ich bin fast in der Hochzeit. Ich habe auch schon ein Feuerwehrkind getauft, muss ich sagen. Aber gemeint ist jetzt, ich wünsche euch viel Jugend. Kommt, aktiv mitmacht und eine große Unterstützung der Bevölkerung. Und ich wünsche, dass ihr weiterhin und immer weiter getragen seid vom Geist der christlichen Nächstenliebe. Amen.
nächste Lied. Das nächste Lied ist das nächste Lied auf dem Liedplatz. Gott gab uns Atem. Sind am Altar, brennen die Kerzen. Gleich in der Nähe steht das Kreuz in der Mitte und der Reinsband. Wir erbitten in unseren Fürbitten all unsere Gebetsanliegen, flüstern wir dazu hinein. Gott hört auf die laut gesprochenen Bitten, aber auch auf jedes Herz, das leise mitbetet. Sie seien alle mit dabei. Herr, wir blicken auf 125 Jahre Feuerwehr in der Tat zurück. Wir danken für das Engagement, für die Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt der Grafrater Feuerwehr Männer und Frauen. Jeder hat seine Gaben und Fähigkeiten zum gemeinsamen Wohl aller angebracht. Wo sie konnten, haben sie geholfen, den Nächsten das Leben zu retten. Haus und Hof zu bewahren oder schlimmere Schäden zu verhüten. Bisweilen haben sie ihr Leben und ihre Gesundheit für andere riskiert. Wir bitten dich. Gib uns auch in Zukunft Kraft und Ausdauer, Fantasie und Kompetenz, Mut und Gelassenheit, um unserem Nächsten so professionell wie möglich beizustehen. Behüte und beschütze uns bei all unserem Tun, dass wir gesund an Leib und Seele vom Einsatz zurückkehren. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, jeder Einsatz erfordert höchste Konzentration und volle Aufmerksamkeit. Um gut arbeiten zu können, brauchen wir gute, verlässliche und bewährte Zusammenarbeit. Jeder muss sich auf die anderen verlassen können. Eine für alle, alle für einen. Wir bitten dich, stärke und festige unsere Kameradschaft, fördere den Teamgeist, lass jeden seine Fähigkeiten entdecken und entwickeln und hilf uns, gut
mit Konflikten umzugehen. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Manche Einsätze, guter Gott, haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Bilder vom Einsatz verfolgen uns noch lange Zeit. Gesehenes und Gehörtes belastet uns manchmal bis in unsere Träume hinein. Wir bitten dich, nimm von uns, was unsere Seele belastet. Hilf uns erkennen, was uns Erleichterung verschafft. Gib uns den Mut, darüber zu sprechen zu dir, zu unseren Kameraden oder unseren Partnern und Freunden. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir könnten uns nicht für unsere Nächsten einsetzen, wenn wir nicht andere zu Hause und am Arbeitsplatz unsere Arbeit übernehmen. Ehepartner und Arbeitskollegen halten uns für unser Engagement den Rücken frei. Sie stärken uns, weil wir bei ihnen ein offenes Ohr oder stummes Verstehen finden. Wir bitten dich, hilf uns, ihnen zu danken, was sie mittragen. Lass uns erkennen, wenn wir uns vorausgaben und es übertreiben. Gebiete uns Einheit, wenn wir ihre Kräfte über Gebühr beanspruchen. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Kameraden vor uns haben uns den Weg bereitet. Dank ihnen haben wir unseren heutigen Ausrüstungs- und Kenntnisstand. Dankbar blicken wir auf ihr Werk zurück. Immer wieder verlieren Feuerwehrleute und andere Mitarbeiter im Rettungsdienst im Einsatz ihr Leben. Das ist unsere größte Angst. Wir bitten dich, lass die Toten in deinem Frieden ruhen. Hilf uns, ihr Werk in Ehren zu halten und weiterzuentwickeln. Nimm auch uns in dein Reich auf, wenn du unserem Leben ein Ziel gesetzt hast. Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir haben uns dir im Gebet anvertraut. Erhöre unsere Bitten und zeige uns allen, wie wichtig der Dienst am Nächsten ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die zwei Statuen rechts und links des heiligen Florians, heilig und im Einsatz dargestellte Statuen, empfangen den Segen und auch der Partnerband, der am Altar liegt. Beim Rumgehen mit dem Weihwasser sehen wir auch die Fahnenabordnungen und Fahnen der Freiwilligen Feuerwehr, die heute hier gekommen sind. Und darum bitten wir, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde erschaffen. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in die Ewigkeit. Lasset uns beten, allmächtige, ewige Gott, wir preisen dich und deinen Heiligen. Ihr Leben ist uns ein Vorbild, ihre Fürbitte erwirkt uns Hilfe. In ihrer Gemeinschaft erwarten wir das Erbe der Kinder Gottes. Am heutigen Jubiläumstag, der 125 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr Graf Rath, verehren wir ganz besonders den heiligen Florian, den Patron der Freiwilligen Feuerwehr. Wir bitten dich, segne deshalb diese Statuen des heiligen Florian. Gib, dass wir ihn nicht nur vor diesem Bild anrufen, sondern ihn auch nachahmen und so treue Zeugen deiner Wahrheit und Liebe werden. Blicke auf sein heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf seine Fürsprache, Hilfe und Schutz. Begleite unsere Feuerwehrkameraden, die in Einsatzbereitschaft dir dienen und dich loben. Darum bitten wir und danken dir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Wir bieten zu Gott, der uns in den heiligen leuchtenden Zeichen seine Liebe geschenkt hat. Vater im Himmel, stärke durch das Vorbild des Heiligen unseren Glauben an deine Verheißungen. Wir bitten dich, erhöre uns. Behüte uns und alle Menschen vor der Macht des Bösen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib auch in unserer Zeit den Menschen Mut, deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich möchte Sie alle bitten, jetzt aufzustehen. Jesus hat uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen. Zu ihm dürfen wir und sollen wir in jede Lage unseres Lebens kommen. So lass uns nun gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie Platz. Wir verschließen gleich mit dem Schlusssegen diese feierliche Stunde des Festgottesdienstes. Und bevor wir den Segen gemeinsam erteilen, haben wir uns überlegt, erst Gott zu danken und ihn loben. Die große Gott, wir loben dich. Danke für uns das gute Leben, dein Segen.
125 Jahre. Es ist eine alte und Geburtstag unserer Feuerwehr. So alt werden die Menschen nicht, aber das können die Organisationen erreichen. So ein Geburtstag war uns auch eine Überlegung wert. Und zu diesem Anlass gibt es auch eine Geburtstagskarte mit dem roten Feuerwehrauto drauf. Da gibt es auch einen wunderschönen Spruch: Die besten Wünsche zum Geburtstag und mit da ins neue Lebensjahr. Heute wird man deinen großen Durst löschen, dich aus der Masse an Geschenken bergen und damit dich und die heiße Feier retten. Auch in dein Lebensjahr stets einsatzbereit. Und diese erste Grußkarte liegt von uns beiden, von Pater Thomas und Pater Fabian, zum 125. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Grafrath. Ein Glückwunsch und Gottes reichen Segen. Als Seelsorger vor Ort im Festgottesdienst verbunden, Doppelpunkt und dann zwei Unterschriften. Das unterschreiben wir jetzt am Altar des Festzeltes. Wir erwarten natürlich, dass die Karte irgendwo an prominenter Stelle dann auch aufgehängt wird. So. Schön was. Wir werden noch groß applaudieren und dem Musikverein der Blaskapelle nach dem zweiten Spiel ja, einen Applaus geben, weil wir nach dem Segen die Blaskapelle nochmal instrumental hören. Es liegt Gottes, der große Gott, die Lobliedbar, speziell mit den Schlusstönen. Und wir danken für das Miteinander im Gottesdienst und wünschen Ihnen einen reichen Segen und schöne Feierstunden hier im Festzelt. Und unsere Feuerwehrkameraden aus allen Ortschaften viele, viele Jahre, möglich einsatzfreie Jahre auch im Dienst und ihrer Bereitschaft. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Lasset uns gehen in seinem Frieden und bleiben wir noch hier viele Stunden zusammen.